Unter dem Motto »Richtig Müll trennen« fand der Tag der offenen Türen der Zentrale des BMV UDP in Oberpullendorf statt. Der Tag der offenen Tür findet schon traditionell jedes Jahr Ende Juni statt, erklärte uns der Geschäftsführer Johann Janisch. Wir machen das einmal im Jahr, um die Wege des Abfalls zu zeigen, und speziell jetzt vor der Sommerpause hat sich dieser Termin eigentlich gut entwickelt, weil zu diesem Termin traditionellerweise sehr viele Schulklassen kommen. Wir haben heute auch wieder viele Kinder hier, wo wir die Wege des Abfalls zeigen können. Und insofern ist das, glaube ich, ein günstiger Termin, der sich in den letzten Jahren jetzt schon gut entwickelt hat. Und heuer machen wir das auch wieder kurz vor der Sommerpause. Bei den Kindern ist die Begeisterung groß und die Betriebsbesichtigungen kamen gut an. Also bei den Kindern kommt es sehr gut an. Wir merken ja, sie werden hier in Gruppen durchgeführt und man sieht auch, dass die Kinder Fragen stellen und dass sie auch sehr interessiert sind, was mit dem Abfall passiert. Sie sehen hier auch sehr viel Bewegung. Es fahren hier Fahrzeuge, es gibt auch gewisse Baumaschinen, die hier herumfahren. Sie sehen auch die Schredder, sie sehen, wie sich die Förderbänder bewegen. Das ist für die Kinder sehr interessant und sie bekommen dadurch einen guten Eindruck, was mit unserem Abfall hier passiert. Die Hauptattraktion waren die Führungen durch die verschiedenen Einrichtungen des BMV. Was die Besucher dabei zu sehen bekamen, erklärte uns Obmann-Stellvertreter Georg Rosner. Ja, im Grunde genommen sehen die vielen Kinder, wie die Müllentsorgung funktioniert. Hier in Oberpullendorf ist die Zentrale des polnischen Müllverbandes. Und hier werden sämtliche Hausmüll, sämtliche Kunststoffabfälle werden hier gesammelt. Und die Kinder sehen, wie das quasi mit der Wiederverwertung funktioniert, wie die Trennung funktioniert, dass auch was Magnetabscheide gibt, wo quasi das Metall rausgetrennt wird. Und im Grunde genommen lernen sie auch, dass es wichtig ist, dass wir Müll trennen, dass wir auf unsere Umwelt achten. Und das, glaube ich, sind gute Ansätze, dass die Kinder also von kleinen Alter schon mitbekommen, wie wichtig es ist, dass wir nachhaltig mit der Umwelt umgehen und dementsprechend auch immer mehr in die Kreislaufwirtschaft kommen, dass wir den Müll auftrennen, dass wir nicht alles in eine Tonne werfen, sondern dass wirklich gezielt getrennt wird, was natürlich auch der Umwelt zugutekommt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Kinder von Jugend auf, also von klein, von Kindergarten sozusagen schon lernen, wie man richtig Müll trennt. Aber ich habe gesehen, nach den Führungen werden die Kinder richtig verköstet. Ja, das gehört dazu. Ich glaube, das ist das, was ausmacht, dass die Kinder sich hier wohlfühlen, dass die Kinder dementsprechend Getränke und Essen bekommen. Und das ist auch wichtig, dass sie immer wieder gern herkommen und irgendwas mitnehmen. Nicht nur, dass sie was lernen, was Müll betrifft, sondern auch, dass sie, einen schönen Vormittag oder Nachmittag hier verbringen. Der Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg für den Obmann Michael Lampel. Na, es läuft ganz gut, die Vorbestellungen, also die Anmeldungen laufen sehr gut. Es kommen sehr viele Kinder, es kommen hunderte Schülerinnen und Schüler hier vorbei. Heute nutzen diesen Tag der offenen Tür und wir versuchen auch, das Bewusstsein zu prägen, ganz einfach, wie der Müll getrennt wird, dass die Schülerinnen und Schüler sehen, was passiert mit dem Müll, was passiert mit der Dose, die weggeworfen wird, mit dem Restmüll, was weggeworfen wird und so weiter. Das ist unser Zugang in dieser Richtung, weil wir wollen das Mülltrennen noch stärker auch bei den Schülerinnen und Schülern hinterlegen. Und das, glaube ich, ist das ganz Wichtigste heute. Und es können ja noch heute viele kommen, es ist ja bis 16 Uhr Tag der offenen Tür. Es können auch Erwachsene kommen, kein Problem, wir sind alle herzlich eingeladen. Das hätte meine nächste Frage gewesen, sind die Erwachsene auch interessiert, kommen die auch vorbei? Es kommen natürlich auch vereinzelte Erwachsene auch vorbei, würden wir wünschen, wenn noch mehr kommen, weil wir wirklich da vieles zeigen können. Es sind diese Rundgänge, diese Führungen, die wir laufend machen und so weiter, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und die Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, es zahlt sich aus, auch obwohl es heute sicher ein sehr heißer Tag wird von den Temperaturen, aber die Personen werden verköstigt alles. Sie bekommen was zum Trinken, zum Essen, bekommen auch kleine Geschenke dazu und so weiter. Ich glaube, es zahlt sich aus und es ist ganz wichtig, solche Tag der offenen Tür, wo man ganz einfach vorstellen, was passiert mit dem Müll, ganz wichtig sind. Während des Tages der offenen Tür wurde auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Die Verpflegung war vielfältig und lecker, wobei auch Vegetarier berücksichtigt wurden. Regina Petrik von den Grünen
kam in ihrer Funktion als Landtagsabgeordnete zur Veranstaltung und half auch gleich beim Empfangszelt mit. Wir haben auch noch mit ihr gesprochen. Frau Landtagsabgeordnete, noch bis Ende des Monats. Sie haben Ihre damalige Projekt Regina will wissen, selber da bei dem Müllverband gearbeitet. Was haben Sie da gemacht? Ja, ich war im Jahr 2017 in Großhüflein am Völlig bei der Kompostierungsanlage. Das heißt, ich habe allen Kompost, der reingekommen ist, darauf untersucht, ob Fehlwürfe drinnen sind und habe Plastiksackerl und Batterien und was da so alles drinnen ist, rausgezogen. Und da habe ich gelernt, wie genau man aufpassen muss, dass da nichts Falsches reinkommt, weil das verursacht ja auch dann Kosten, wenn man extra Personal bezahlen muss, all das rauszuholen, was fälschlicherweise im Biomüll gelandet ist. Und wie finden Sie so einen Tag der offenen Tür, wo Sie so viele Kinder zeigen? Ja, ich finde das sehr gut, sowohl von den Kindern als auch von den Senioren, die hierher kommen, weil auch wir sozusagen Älteren müssen uns ja immer wieder neu damit beschäftigen, was ist jetzt gerade sozusagen gängig, was müssen wir neu dazulernen. Es ist immer gefährlich, wenn man sagt, habe ich eh schon mal gehört, weil das Leben entwickelt sich weiter, die Wirtschaft entwickelt sich weiter und auch der Müllverband entwickelt sich weiter. Und eine persönliche Frage, Sie hören jetzt auf am Ende des Monats. Wenn man es genau nimmt, läuft mein Mandat am 23. Juni aus. Gut. Ja, also ich bin in der letzten Arbeitswoche. Letzte Arbeitswoche im Landtag. Was machen Sie nachher? Ich werde im September anfangen als Generalsekretärin der Katholischen Aktion Österreich. Das ist sozusagen so ein bisschen back to the roots für mich und werde sozusagen Gesellschaftspolitik von dieser Seite mitgestalten. Das heißt, trotzdem keine Ruhe. Nein, ich fühle mich noch nicht so ruhebedürftig, dass ich mich schon ganz zurückziehen würde. Da kennen wir noch. Alles Gute wünschen. Danke für die Interview. Das ist lieb. Danke, alles Gute.